Nicolas Sarkozy hat die Wahl zum Vorsitzenden der französischen Konservativen mit fast 65% der Stimmen gewonnen. Ebenfalls angetreten, aber chancenlos, waren ein ehemaliger Minister Bruno Le Maire und ein Abgeordneter Hervé Mariton. Es war allerdings damit gerechnet worden, dass Sarkozy auf Anhieb die absolute Mehrheit schafft. Von 2004 bis 2007 war Sarkozy bereits UMP-Chef gewesen. 2007 wählten die Franzosen ihn zum Präsidenten. Nun wird der 59-jährige ehemalige französische Staatschef wohl auch 2017 bei den Präsidentschaftswahlen antreten. Ursprünglich hatte Sarkozy angekündigt, nie wieder in die Politik einsteigen zu wollen.